Eberswalder, die in den nächsten Tagen oder Wochen in der Stadtverwaltung zu tun haben, treffen eventuell auf zwei nette junge Damen aus Dänemark. Camilla Christensen und Camilla Laugesen, beide absolvieren derzeit ein Praktikum im Rathaus. Die dänischen Azubis der Partnerstadt Herlev bekommen so einen Einblick in die deutsche Behördenarbeit. Zum dritten Mal findet das Azubi-Praktikum im Rahmen der Partnerschaftsarbeit nun schon statt. Untergebracht sind die beiden Däninnen bei einer Gastfamilie. Was sie wie wo aussehen? Aus Frau Reimann? Ja, wir wohnen bei die Frau Reimann im Ostend von Eberswalde. Wir haben es ganz, ganz gut, finde ich. Also sie macht uns Abendessen und sucht für alles und ja, ganz, ganz gemütlich und finde es toll, dass sie das für uns machen wollte. Während ihres Aufenthalts werden Camilla und Camilla im Eberswalder Bürgeramt, im Büro der Stadtverordnetenversammlung, im Rechts- und Ordnungsamt und im Amt für Kita und Schule eingesetzt. In dieser Woche steht Letzteres auf dem Plan. Unterschiede zum dänischen Kita-System gibt es einige. Es gibt unterschiedlich, dass das Kita-System in Dänemark so ganz täglich ist. Also sie sind da ja den ganzen Tag und nicht so wie 4 oder 6 Stunden wie hier. Und die Kitas hier sind ganz mehr als nur Kitas. Sie sind ja für Senioren auch da und sie besuchen Behinderte und so. Das machen die Kitas in Dänemark leider nicht. Ab welchem Lebensjahr dürfen die Kinder in Dänemark denn in den Kindergarten gehen? Ich glaube ab 6 Monate in die Kinderkrippe und ab 3 Jahren im Kindergarten, dann bis 6 Jahre, wenn sie in die Schule gehen und dann im Hort, danach bis zum, glaube ich, 12. Das ist ein Lebensjahr. Um einen Einblick in das Kita-System zu bekommen, schauten die Azubis gestern nicht nur in irgendwelche Akten, sondern direkt in einen Kindergarten. Die Kita Kinderparadies hatte eingeladen. Einen Tag lang konnten die beiden erleben, was sich alles hinter dem Papier abspielt. Frau Fuhrmann, Leiterin der Kita, führte die Gäste durchs Haus. Eine sehr enge Bindung hat die Kita Kinderparadies zur Lebenshilfe und genau das war gestern auch Ziel des Spaziergangs. Der Kontakt zwischen Kindern und behinderten Menschen ist wichtig, so zeigen schon die Kleinsten Verständnis. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir sowas sehen dürfen auf einem Besuch hier. Das ist ganz toll, finde ich. Ich finde, dass die Leute hier so, sie haben so ein tolles Werkstatt und machen so Dinge, die sie ja, genießen können, wir sehen. Ja. Ich finde es echt toll, ja. Nicht nur der Tagesablauf, Stundenanzahl und Kindesalter unterscheiden sich zum dänischen Kita-System, auch die Platzkosten. Fördermittel von der Stadt gibt es nicht, die Kosten müssen voll von den Eltern getragen werden. In Deutschland ist das kaum vorstellbar. Kostet ungefähr 3.000 dänische Kronen, das ist ungefähr so 250 Euro. Im Amt für Kita und Schule sind die beiden nur noch in dieser Woche, dann geht es weiter in andere Abteilungen der Stadtverwaltung. Insgesamt 4 Wochen bleiben sie in Eberswalde. Für Camilla Laugesen wird dies eine harte Zeit. Sie spricht kein Deutsch, nur Dänisch und Englisch. Sie fragen uns in Deutsch und ich in Dänisch und dann zurück in Deutsch. Ja. Weil wir haben bemerkt, dass das fast keine Englisch spricht. Also in die Verwaltung. Es gibt fast keinen Deal, die spricht und wir müssen ja dann auf Deutsch klarkommen. Aber wir machen es schon. Die Ausbildungszeit der Stadtverwaltungsassistentin beträgt in Dänemark nur 2 Jahre. Knapp 1 Jahr haben die beiden schon hinter sich. Auch in den Verwaltungen selbst gibt es einige Unterschiede. Sie haben so viele kleine Verwaltungen, also wir haben ja auch Verwaltungen, aber nicht so viele kleine, wie Sie haben. Sie sind ja 2 Leute hier und 2 Leute dort und dann, das haben wir nicht. Wir haben so meistens so große Büros gesammelt. Aber sonst, naja, die Öffnungszeiten, denn ja auch haben wir im Bürgeramt, sie haben einen ganzen Tag geschlossen. Das haben wir nicht im Unterbürgeramt. Und sie haben nur von 9 bis 12 geöffnet. Also unser Bürgeramt sind den ganzen Tag geöffnet, also von 8 bis 3 oder von 8 bis 18 Uhr. Eingespannt werden die Azubi-Praktikantinnen voll und ganz. Auch sie haben einen 8-Stunden Arbeitstag. Vieles gefällt, einiges aber auch nicht. Du bist ja dann auch gefragt, also Wendy? Also das, was uns am mindesten gefällt, ist die lange Arbeitszeiten. Also sie arbeiten ja hier 40 Stunden pro Woche und von 7 Uhr morgens und wir arbeiten ja nur 37 Stunden und von 8 Uhr morgens. Also das braucht ein bisschen Gewöhnen, um das so zu machen. Aber wir machen es schon. Und am meisten, ja, also die Leute hier sind so gemütlich und
zeigt uns die Stadt und macht fast alles für uns. Das gefällt uns gut, ja, dass alles so nett sind. Seit Anfang März sind Camilla und Camilla in Eberswalde und haben auch schon einiges mehr gesehen als die Räume der Stadtverwaltung. Zur Fernsehen, go in die Bühne. Das ist beliebt. Also wir machen immer, meistens schauen wir ja Fernsehhaus oder ein Video an oder so, aber wir machen auch die Stadtumgang mit Walde, fahren nach Berlin, schreiben Mails nach Hause, fast alles. Der Tag im Kinderparadies war für die dänischen Azubis etwas Besonderes. Die Kinder bedankten sich für den Besuch in der Kita mit einem kleinen Ständchen, ein Lied vom Bürgermeister. In etwa 2 Wochen treten die beiden Nordlichter dann wieder die Heimreise an.